Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dave vs. die Welt. Heute sind wir unterwegs in der Assetto Corsa Competizione und da versuchen wir möglichst weit nach vorne an die Weltspitze zu kommen. Wir haben nämlich in ACC die Special Events und dort hat man immer wieder neue Events, aktuell Season 8, die hier ansteht. Und da gibt es einige, da kann man zum Beispiel 45 Minuten am Stück fahren, 50 Minuten teilweise auch mal am Stück fahren, 20 Minuten am Stück fahren und da kann man halt gucken, wie gut ist ein Stint von einem. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön für Leute, die halt wirklich erstmal ein bisschen schneller werden wollen auf einer neuen Strecke, mit einem neuen Auto, wie auch immer. Und wir fahren hingegen dann quasi in Imola. Und zwar eine Hot Lap im Mercedes-AMG GT3. Und dort haben wir ebenfalls ein Leaderboard, auf dem ich gerade auf Platz 4434 sein dürfte, wie man gleich hoffentlich sieht. Es lädt aber gerade nicht. Und wir fahren mit diesem wunderschönen Automobil. Das ist der GT3 AMG Evo, der jetzt gerade nicht drehen möchte. Warum auch immer. Aber egal, starten wir einfach mal rein, indem wir nach Imola gehen. Hier sehen wir unseren AMG GT3 Evo. Ist neu dazugekommen mit dem 2020er Paket. Und beim Setup, da habe ich mir was runtergeladen. Das kann ich euch auch dann in der Beschreibung mal entsprechend verlinken. Und da ist jemand eine 1.39.9 gefahren. Allerdings bei anderen Streckenbedingungen. Mir ist schon aufgefallen, dass das zum Beispiel vom Reifendruck her vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Ich erkläre mal, was es mit dem Reifendruck gleich auf sich hat. Übrigens, derzeit für 15.99 bei Steam erhältlich das Spiel. Und ich kann halt sagen, ACC ist, glaube ich, was so GT3-Simulation angeht, mindestens vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das Beste, was man bekommen kann. So, ansonsten springen wir hier mal raus und gehen mal auf die Strecke und dann gucken wir uns mal so eine Runde in Imola an. So, die Bestenliste hat immer noch nicht geladen. Irritierend. So, ansonsten haben wir hier schön zwei Linkskurven zum Ende hin. Und gerade aus dieser Kurve muss man hier schön viel Schwung mitnehmen. Logischerweise nicht über das Kies. Da geht es auf Startziel. Und das Ding ist, beim Reifendruck, der setzt sich zu Rundenbeginn immer zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder schon passieren wird. Jawohl, passiert. Und das passiert nach jeder Runde. So, ungefähr hier dann beim orangenen Schild rechts geht es dann auf die Bremse. Bisschen zu früh war es vermutlich. Links ein bisschen Körper mitnehmen, rechts ein bisschen mittig bleiben, damit ihr hier Vollgas aus dieser Linkskurve kommt und hier den vollen Schwung entsprechend mitnehmen könnt. Dann ungefähr beim 100 Meter Schild hier anbremsen. Links über den Körper, rechts über den Körper. Ein bisschen raustragen lassen und dann hier. Für diese Hanale-Kurve, da gibt es verschiedene Ansätze. Da kannst du entweder einen späten Scheitel fahren, da kannst du früh nach innen und dann entsprechend einen längeren Scheitel fahren. Und dann geht es hier bergauf. Dann lassen wir uns minimal hier raustragen, damit wir hier schön gerade anbremsen können. Ungefähr beim 50-Meter-Schild. Hier kannst du dich raustragen lassen. Und dann geht es hier runter. Und dann eine schwierige Kurvenkombination. Aquaminerale. Lenken und auf die Bremse gehen ist immer ein bisschen schwierig. Und das Heck kann da sehr, sehr leicht ausrutschen. Und hier ist es schwierig, keinen Off-Track zu bekommen, weil die Kurve da sehr zumacht plötzlich. Dann hier eine Schikane. Ungefähr beim Curb-Anfang geht es auf die Bremse. Links viel Curb mit dem beim Ausgang. Davor natürlich rechts auch noch. Und da geht es wieder kurz Vollgas hier entlang. Schön bergab. Etwa beim 100-Meter-Schild wird dann hier gebremst. Links über den Curb. Und dann gleich nochmal links über den Curb. Das war ein bisschen zu viel, diese gelben Wobble, die machen sich hier sehr, sehr stark bemerkbar, auch was die Zeit angeht. Und dementsprechend sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Wir steigen hier ein mit 1.49.2, was natürlich nicht so super schnell ist. Und ihr seht, der Reifendruck, der hat sich nochmal resettet. Und beim Reifendruck, wie gesagt, da gibt es halt eine Besonderheit, nämlich der resettet sich. Und was man dabei beachten muss, ist, 27,5 ist ideal. Das bedeutet, ihr solltet schauen, dass ihr über die Runde halt irgendwie knapp über die 27,5 kommt und dann halt müsst ihr logischerweise das so machen, weil der Reifendruck immer steigt, dass ihr mit ein bisschen weniger Reifendruck startet. Das ist so das Logische dahinter. Ach ja, und die Bestenliste, die rufe ich mal gerade auf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nee, dann starten wir vielleicht mal kurz neu und dann geht's ab in die... Ah doch, da haben wir's. Ha, wir sind auf Rang 4229.
Dann steigen wir gleich ein und gucken wir mal, wie nah wir an die 1.40.4 kommen. Und damit, ihr Lieben, starten wir den Counter. Und dann geht's hoffentlich los. Jawohl, ging los. Okay, ich habe ihn wieder abgebrochen. So, jetzt aber rein. Und dann drücken wir auf Drive. So. Das Ding ist, hier gehst du halt immer kurz ins Menü und dann musst du wieder starten. Das kriegen wir hoffentlich hin. Das Schöne bei dem GT3-Auto ist übrigens auch, dass man so ein bisschen Zeit hat, nachzudenken. Das heißt, es ist nicht so wie ein Formel-1-Auto, wo die Geschwindigkeit halt deutlich höher ist und deswegen kommt Kurve nach Kurve nach Kurve nach Kurve und dein Gehirn kommt quasi kaum hinterher. Sondern du hast halt wirklich ein bisschen Zeit zu überlegen, immer wie du eine Kurve anfährst, was das Ganze halt ein bisschen entspannter macht. Oh! Das war kritisch. Aber natürlich ist die niedrigere Wendigkeit des Autos nicht so angenehm. Das heißt, insgesamt musst du auch sogar sehr viel vorsichtiger ans Auto rangehen, weil du halt eben nicht erwarten kannst, dass so eine krasse Lenkbewegung plötzlich auch dann umgesetzt wird vom Auto. So, bis jetzt sieht es aber ganz gut aus. Okay, 4229. Keine Ahnung, was ich mir als Ziel setzen soll. So eine 1.429 wäre zum Beispiel ganz geil. Gibt einige extrem schnelle Leute in ACC. Ja, ich muss mir das spätere Schalten angewöhnen. So, wir sind bei ungefähr 28 PSI Reifendruck. Kann sogar ein bisschen runtergehen vielleicht. Okay, das war auf jeden Fall schon mal deutlich schneller. Gerade eben habe ich auch eher die Strecke gezeigt, so ein bisschen als Touristenführer. Okay. 1.44.0. Schon mal gut. Okay, schon 7/10 in dieser Runde. Acht Zehntel schneller. Sauber. Fast in den Top 1000. Wow! Okay, Wurstkörb. Nochmal. Allerdings können wir jetzt eine Sache machen, nämlich vorne rechts den Reifendruck ein bisschen senken. Macht da mal 0,3 weniger zum Start, weil da sind wir immer bei über 28 gewesen. Und wie gesagt, man versucht so ungefähr bei 27,5 zu sein. Okay, ja, weiter geht's. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, ist, wenn ich restarte, dann ist leider das Delta links oben weg. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr restarten wahrscheinlich. Aber für die Setup-Änderung war es gut. Oh. Ah. Schwierig. Hm. Ah. Ah, zu spät gebremst. Ja. Okay. Nächste Runde wird besser. Ah, Unterboden. Denkt sich auch so, ah, Dave, lass das lieber mal so. Ah, der Ghost ist aber noch von der 43.2, okay. Cool. Oh. Ja komm, den Ghost müssen wir holen. Oh. Na, okay. Schwung holen für die nächste Runde, auf geht's. Ja, ich bin aber schon mal recht zufrieden, dass ich ungefähr an die Top 1000 jetzt schon rankomme. Weil ich bin vor allem auch dieses Auto schon so lange nicht mehr in ACC gefahren. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. 4/10 in dieser Runde bereits jetzt schon rausgeholt.
ja, in der Schikane nicht so wirklich Zeit dazu gewonnen, aber beim Exit, das war gut. In der vorletzten Kurve habe ich vorhin Zeit verloren. Nein! Oh, Quersteher hat Zeit gekostet. Ich glaube, dadurch wird es keine neue Bestmarke. Aber vielleicht doch. Come on. Top 1000. Top 1000, Digi. Das war nicht so gut, die Schikane. Beim Exit viel Zeit verloren. Egal, das ist noch eine... Da hat noch PB-Potenzial. Okay, vielleicht auch nicht. Schade. Aber wir sind nah dran. Weiter. Oh! Okay, da schon mal rund 2 Zehntel liegen lassen. Ah! Okay, Plan, rechts viel Körper mitnehmen bei der Schikane und links weniger. Das dürfte doch sicherlich klappen. Ah! Okay, noch bin ich vielleicht noch ein bisschen zu aggressiv am Lenkrad. Muss ich ein bisschen reduzieren. Was kriegen wir hin? Das sieht gut aus. Die letzten 2 Kurven! Oha! Neue PB möglich. Nein, 300stel langsamer. Der Hahn hat ein bisschen verloren, aber die Runde war bis jetzt super. Viereinhalb Zehntel schneller! Schön! 1,42er Bereich und damit schon mal an mein, glaube, Mindestziel angekommen. Platz 623, super. Oh! Ah! Ah! Oh! Puh. Okay, der Start gleich war neu. Wir haben noch 40 Minuten. Nach einer Drittelstunde quasi. Top 600. 23. Ja, ist aber schon mal ganz gut. Was passiert, wenn ich Return to Garage mache? Ah, okay. Dann bleibt auch das Delta. Okay, dann, das ist voll clever. Dann machen wir das. Okay, weiter geht's. Oh, nicht gut. Ja gut, ich fahr mal weiter. Ich hab nämlich auch 1, 2 Stellen, wo wir auf jeden Fall Zeit holen können hier gegen den Dude. Also gegen meine eigene PP, der Dude. Ah, ärgerlich. Okay, ich probiere da ein bisschen später zu bremsen in der ersten Schikane. Klappt noch nicht so gut. Hier besser, aber... Oh! That turn in. Na, ich lenk da... Ich lenk da, glaube ich, zu früh schon ein. Ich starte nochmal. Okay, das war schon mal besser. Das war ein bisschen früher gebremst. Das war nicht so perfekt, aber okay. So, später bremsen. Später einlenken.
Ah, okay. Oh, nein! Ja, Zeit verloren. Über eine Zehntel, zwei Zehntel fast. Oh, und da habe ich das gesamte Gewicht kurz mal nach vorne verlagert. Okay, nochmal. Nein! Ah! Okay, nochmal. Nicht gut. Ich habe leider auch schon wieder mal den Restart-Button gedrückt. Hirnkapazität ist komplett auf Fahren konzentriert. Deswegen sehen wir auch links oben kein Delta, aber man sieht ja natürlich den Ghost. Der hämisch vor mir herfährt. Ah! Dreher! Uff! Okay. Nochmal. Okay, gute erste Kurvenpassage. Zweiter Gang, aber wie dumm war das denn? Weiter. Was machst du, Dave? Oh, okay. Neue Runde, neues Glück. Let's go. Wait a second, habe ich überhaupt das Setup jetzt wieder drin? Nee, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Ein Skandal. Ich glaube nicht. Oha. Load. Ich glaube, jetzt ist es wieder drin. Okay. Let's go. Na, der gelbe Hobel wieder. Die Haarnadel war sehr gut. Das war sehr schön. Oh nein, 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 nein. Weiter. Nicht optimal. Okay, wieder fast drei Zehntel nach der Haarnadel, das ist gut. Nein! Ja! Über eine halbe Sekunde im Delta. Oha! Oh, schon wieder! Nein! Kein guter Exit! Oh nee! Nein! Das hätte neue. Nein! Oh, ich habe über eine Zehntel auf der Geraden verloren. Ich fasse es nicht. Nein. Na, ah, schon wieder der dumme Hubbel. Okay. Das könnte passen. Bisschen früher bremsen jetzt. Alter, wie habe ich denn vorhin den guten Exit hinbekommen, obwohl ich mit viel zu viel Geschwindigkeit reingeschossen bin? Okay, zu der Zeit von eben auf jeden Fall nochmal in der letzten Kurve nochmal ordentlich Zeit rausgeholt. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt im konstanten Bereich unter 42 angekommen. Das ist schon mal gut.
Nein! Okay, weiter. Die Hanadel ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass man teilweise nicht zu früh einlenken darf. Keine gute Schikane. Sauber. Unter 42,7 schon mal. Sehr gut. Was das? Okay, die Bestness hat sich aktualisiert. Oh, Top 500 ist noch drin, come on. Die ganze Zeit leichtes Rutschen gehabt. War nicht gut. Okay, das war gut. Ja, so ein paar Hundertstel sogar nochmal ausgeholt. Also es ist auf jeden Fall möglich, noch eine 42,5 hinzulegen. Ich hoffe, ich habe nur noch die Zeit dazu. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, ich brauche eine Minute Pause. Wir haben noch eine Viertelstunde etwa. Okay. Kurz durchschnaufen. Vielleicht können wir tatsächlich mal ganz kurz in Return to Garage und mal Timetables schauen. Und mal gucken, was wir in der einen Runde gemacht haben. Und was vielleicht verbesserungswürdig ist und was nicht. Das war Runde 8, glaube ich. Oder nee, Runde... Die war ungültig. Runde 6 war das. Okay, dann gehen wir mal kurz beim Replay rein. Gucken wir mal, Runde 6 beginnt hier. Und jetzt gucken wir mal auch von der Außenansicht. Also. Beim Anbremsen außen an den Curb gekommen. Da kannst du sogar auf den Curb. Links und rechts jeweils an den Curb gekommen, hier ebenfalls, aber nirgends an die gelben Dinger. Dann hier schön spät gebremst, sehr, sehr weit links gewesen, damit du hier sehr gut rechts durch kannst. Und das war wirklich eine Passage, die ich, glaube ich, gerade sehr, sehr gut beherrscht habe und gemeistert habe. Und hier sehr spät an den Scheitel gekommen, außen, oh, da ist Zeit zu holen. Außen auf den Curb gekommen und über den Curb hinaus, aufs Gras noch. Dann hier sehr weit außen angefahren. Das war perfekt wieder. Gesamte Streckenbreite genutzt. So, ich glaube, Aqua Minerale war noch nicht ganz perfekt. Da habe ich beim Entry, bin ich sehr vorsichtig rangegangen. Ich gehe da von der Bremse, ich gehe aber auch nicht mehr aufs Gas oder so. Da geht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. So, und jetzt hier, Schikane. Super spät gebremst. Reingehämmert das Auto in beide Richtungen. Und komischerweise passt es mit dem Exit, das war ein sehr guter Exit. Und dann hier links schön halten, mittig fahren größtenteils. Dann hier im letzten Moment ein bisschen nach rechts, damit man hier schön anbremsen kann, links den Körper berührt. Ich glaube, die letzten zwei Kurven, die sind noch optimierungsbedürftig hier und da. Aber ansonsten, ihr seht, viel von der Streckenbreite genutzt. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich ordentliche Runde. Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Eine Sache, die halt auch ich nicht verstehe ab einem gewissen Punkt ist, die holen die Leute jetzt zwei extra Sekunden raus. Das ist dasselbe Auto. Nicht unbedingt dasselbe Setup, das stimmt, aber trotzdem, zwei Sekunden sind heftig. Das war gut. Boah, okay, zu weit außen auf den Curb gekommen. Okay, 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 okay. Restart. So, weiter geht's. Wir haben noch etwa 12 Minuten Zeit. Nein! Are you serious? Come on! Das kannst du mir nicht nehmen, Spiel!
Nein! Okay, es war ein... Okay, Exit, okay, Runde. Das Delta links oben ist nie so 100% genau. Das heißt, das Spiel könnte mich gerade anlügen. Und das hat es auch getan. Und ich könnte auch 200-300 langsamer sein. Ja, viel zu früher Scheitel. Egal, Runde ist okay. Dank der ersten Schikane. Schade. Weiter. Weiter so. Schöner Exit. Ja, nicht so schöner Exit. Wird's trotzdem eine PB? Ich glaube nicht. Das Delta ist gemein. Doch! Oder? 540. Oh Mann, noch 4,5 Minuten haben wir. Ja, mal gucken, ey. Das sind jetzt noch 3 Versuche, glaube ich. Ich mache den Timer wahrscheinlich dann schon mal vorab fertig. Bevor ich den letzten Versuch wage. Mal gucken. Warte, ich hole jetzt einfach mal eine 1,425. Come on. Still, Jeff. Nochmal. Okay, erste Kurvenkombo. Okay. Final Lap. Okay, ich pausiere mal kurz. Alright, Leute. Wir sehen... Die Uhr läuft noch 1 Minute 21, 1,20. Ich werde jetzt den Timer beenden. Und wir werden jetzt loslegen. Auf geht's. Letzter Versuch. Nicht optimal. Das war ganz gut. Traurig ist, wir waren so nah dran. Nicht mal aus der letzten Kurve komme ich besser raus. Ey, ich weiß nicht, wie viel Zeit bis zur Top 500 fehlt, aber es war auf jeden Fall gut. Ging es auf jeden Fall nochmal ordentlich nach vorne und ich habe mein Mindestziel erreicht. Ich glaube, eine 42er war das Ziel, was ich haben wollte.
Und da sind wir auf jeden Fall hingekommen. Jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken. Vielleicht, wenn wir Quit machen. Ich speichere aber erstmal das Replay. Ja, wenn wir Quit machen, dann sehen wir wahrscheinlich, was für eine Zeit hier tatsächlich gefordert gewesen wäre für die Top 500. Aber ja, da sind wir nur ganz, ganz knapp vorbei. Na gut, du siehst es halt nicht so gut. Leider. Aber trotzdem, wir haben eine ordentliche Zeit hingelegt, würde ich jetzt mal behaupten. Bei den Top 5 zum Beispiel sieht man auch Top 6. Die sind super, super dicht beisammen. Aber dann schon der siebte, der ist halt schon 3/10 weg. Insofern, es ist so ein bisschen, glaube ich, wie eine Glockenkurve verteilt. Dass du halt in der Mitte diese ganz, ganz große Masse hast, wo es halt super eng beisammen ist. Ich glaube, dass wir da noch mittendrin irgendwo sind. Und ab dem Punkt musst du, um dich zu verbessern, eine Zehntel, 2/10 schneller werden pro Runde. Oder sagen wir mal eine halbe Zehntel. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr lange schon kein ACC mehr gefahren und bin darüber hinaus, abgesehen von mit invertierter Steuerung, das können wir euch jetzt auch gerne in die Endcard packen. Da könnt ihr gerne hier irgendwo draufklicken und dann habt ihr ein wunderschönes Video, wo ich mit invertierter Lenkung fahre. Das heißt, wenn ich nach rechts lenke, steuert das Auto nach links. Aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht und jetzt werden wir bald eine iRacing-Woche haben für ein neues Format, den Tryhard Dave. Und da könnt ihr gerne auch auf Twitch vorbeischauen täglich. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben, da Abo raushauen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Probiert es gerne selbst aus. Postet eure Zeiten in die Kommentare. Und ansonsten gerne Anregungen für Dave vs. die Welt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.